Claudia Bartels Tai-Chi-Schule. In der Schillerstraße mitten in Münster entstand hier 2001 eine Oase der Ruhe und Anlaufstelle für Kampfkunstinteressierte. Am 27. April begann hier die Zusammenarbeit mit Kung-Fu-Lehrer Nikolai Schild. Claudia Bartels, die Leiterin der Schule, sieht viel Positives in der Kooperation. Das Tai-Chi wird oft verstanden als reine Entspannung und Gesundheitsübung und Meditation und sehr nach innen. Aber dass das Tai-Chi genauso wie das Kung-Fu auch eine Kampfkunst ist, das geht leider verloren im Laufe der Entwicklung und Förderung durch die Krankenkassen. Das ist alles sehr schön, aber das Tai-Chi hat eben auch noch eine andere Seite und gehört eigentlich zu den Kung-Fu-Stilen dazu. Und wir machen hier einen traditionellen Yang-Stil, eine lange Form. Ich habe vor 3-4 Jahren eine Kurzform dazu genommen, damit es einfacher ist für die Leute einzusteigen. Weil viele Leute kommen eben aus dem Grund, weil sie überlastet sind und einen Ausgleich brauchen zum stressigen Alltag. Viele Leute erleben, dass Rückenschmerzen verbessert werden, dass sie allgemein ruhiger und stabiler werden, selber besser mit Stress umgehen können. Im Weiten gesehen und im Grunde genommen ist es Tai Chi ein Angebot, mehr zu sich selbst zu kommen, mehr man selbst zu werden. Nikolai Schild, Kung-Fu-Lehrer des 7-Sterne-Gottesanbeterin-Stils, stellt zum Beginn der Kooperation mit Claudia Bartels Tai Chi-Schule einige Formen und Inhalte des Trainings vor. Zusammen mit Schülern des TSC Münster-Gievenbeck soll Kampfkunstinteressenten ein Vorgeschmack auf die angebotenen Kurse gegeben werden. Das ist eine gute Gelegenheit, mitten in der Innenstadt einen neuen Kurs anzubieten für Interessierte, die Kung-Fu erlernen möchten, die selber an sich arbeiten möchten und praktisch diese jahrhundertealte Kunst erlernen möchten. Also wir möchten heute ein paar Inhalte zeigen. Zuerst ein Löwentanz, der wird auch in der chinesischen Kung-Fu-Schule unterrichtet. Der ist dazu da, um Freude zu bringen, Glück, die bösen Geister zu vertreiben und im Endeffekt das Ganze einzustimmen. Danach zeigen wir Inhalte des Trainings, das sind Schlagkombinationen, Tritte, auch Selbstverteidigungstechniken. Im Folgenden dann Formen. Formen sind festgelegte Bewegungsabläufe. So ein Kung-Fu-Stil wird immer weitergegeben von Generation zu Generation und praktisch alle Techniken und Inhalte sind in diesen Formen verschlüsselt. Das wird gezeigt mit oder ohne Waffe, mit oder ohne Partner und wir hoffen, dass es auch ein bisschen spektakulär ist, um halt den Zuschauern zu erfreuen. Die chinesische Kampfkünste stehen zum großen Teil auf Tieradaption. Das heißt, es wird geschaut, dass man die Bewegung eines Tieres und auch das Verhalten nachahmt. Zum Beispiel ein Tiger, kraftvoll oder halt eben die Gottesanbeterin, schnelle Fassbewegung, Greifbewegung. 7 Sterne ist zum einen das Sternbild, der große Bär, so als Symbol. Zum anderen sind 7 Punkte am Körper, Hände, Ellbogen, Schultern, Kopf, Hüfte, Knie und Fuß, die miteinander agieren müssen, um eine möglichst kraftvolle Technik hinzubekommen und um wirklich Energie zu übertragen, auch dem Gegner im Notfall. Es geht nicht darum, sich zu schlagen, sondern um in Verbindung zu treten. Es geht um Beziehung zu lernen. Und wir haben hier zum Beispiel auch schon Kurse mit gewaltfreier Kommunikation zusammen gemacht. Ist genau das Gleiche. In Verbindung sein. Jeder kann Kung-Fu lernen, der offen ist für Neues und der sich auch auf Partner einlässt. Mitnehmen kann man da für sich Konzentration, eine bessere Motorik, vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen, weil man bestimmte Techniken erlernt, die auch zur Selbstverteidigung möglich sind. Man taucht eigentlich ein in eine etwas unbekannte Welt, die aber sehr spannend ist mit ihren Inhalten und herausfordernd.